Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Beitragsversuch. In Folge 229 wird Smite vorgestellt, allerdings nur ungefähr anderthalb Minuten, weil es relativ komplex ist, als MOBA-Spiel das Ganze in die Sendung zu packen. Deswegen dachten wir uns, als kleines B-Thema werfen wir Smite eine ganze Partie mal kurz in den Blog. Und neben mir, weil ich ja quasi Experte im MOBA-Genre bin, also Lebemann und Experte im MOBA-Genre, sitzt die bezaubernde Annabelle. Und Annabelle wird mir ja, mit Rat und Tat zur Seite stehen, stimmt ja auch nicht ganz. Du wirst quasi neben mir sitzen und keine Ahnung. Vielleicht, also du hast keine Ahnung, genau, und vielleicht Fragen stellen. Genau. Und das einzige MOBA, das du gespielt hast, war League of Legends, glaube ich, ein bis zwei Runden. Und das neue Herr der Ringe MOBA, also auch mit mir. Oh, zwei Runden. Das darfst du aber nicht verleugnen. Du hast es mit mir in Probe gespielt. Ja. Okay, also Smite ist von Hi-Rez Studios. Die haben unter anderem Tribes davor gemacht. Und Global Agenda. Und ist im Prinzip Dota in Third Person. Ich habe mich jetzt auch eingeloggt. Jetzt sieht auch jeder mein Nickname für Smite. Einfach rein. Einfach enden. Oh. Sehr gut. Einmal nochmal den Namen eingeben. Kleinen Moment. Und hoffen. Was lustig ist, vielleicht fällt es den Leuten auf, im Video von Smite, das wir online haben, also in der 229, sehen die Menüs noch anders aus und das ganze Grafikinterface ist geändert worden. Denn gestern, passend quasi zu unserem Beitrag, kam ein Patch von 500 Megabyte. Gestern. Genau. So, Practice, PvP und Custom gibt es. Ich möchte den Conquest-Modus spielen. Conquest ist quasi der Standardmodus, drei Lanes, Tower, dann zerstören. Arena ist ein Deathmatch-Modus und ist quasi deren, wenn man Horn kennt, ist das Äquivalent zu Mid-Wars. Nur halt sehr, sehr viel geiler. Aber ich würde sagen, wir starten in... Nee, wir nehmen den Arena-Modus. Dota kann man immer erklären, wir nehmen den Arena-Modus. Startet eigentlich in 3 Minuten 28. Mal schauen. Die haben auch das Schlangensystem jetzt verändert. Davor konnte man sich quasi in die Schlange einreihen und dann wurde hochgezählt. Jetzt wird scheinbar runtergezählt. In 3:15 startet wohl dieses Match. Okay. Mal schauen. Ganz, ganz einfach im Arena-Modus eigentlich. Man sucht sich einen der Helden aus. Wie gesagt, das ist jetzt halt wirklich frühe Beta-Phase. Man sucht sich einen der Helden aus und startet in seiner Basis. Es gibt ein Rondell, also das ist so ein Amphitheater, also dem Kolosseum quasi nachempfunden. Mhm. Und die Minions spawnen an den jeweiligen Startpunkten, rennen einfach total stumpf dem Gegner entgegen. Und wenn sie nicht aufgehalten werden und in das Portal der gegnerischen Basis laufen, verliert der Gegner quasi einen Punkt. Aha, okay. Und man hat 500 Punkte. Das ist so ein bisschen an dieses Battlefield-Ticket-System angepasst, wo man ja auch quasi 100 Leben hat und nach jedem Tod verliert man eins. Ja. Mit jedem Tod. Und da ist der Arena-Modus jetzt auch ein bisschen es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. 5 gegen 5 geht es und es ist auch mega spannend, weil man schön lange warten darf. Genau, hier wird es nochmal erklärt. Also jedes Team hat 500 Tickets, wenn es jetzt nicht immer wieder hochspringen würde, könnte man noch mehr erklären. sehr gut. Das funktioniert sehr, 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 sehr hat gut. Hat genügend Zeit, sich das durchzulesen. Genau. Also 500 Tickets für jeden Minion, also NPC, der durchläuft, verliert man ein Leben. Wenn man getötet wird oder wenn einer aus dem Team getötet wird, verliert man 5 Leben. Mhm. Und es gibt 2 Tower. Wenn einer davon zerstört wird, gibt es 15 Minuspunkte. Oh. Und wer zuerst 0 hat, hat verloren. Müssen wir einfach mal ein bisschen abwarten, was? Ja. Genau, ist in der Beta-Phase, wir haben zwar Beta-Keys, aber relativ schwierig, die ganzen Dinger dann natürlich zu verlosen. Deswegen auf der Facebook-Seite von Smite, sobald man sie liked, kann man sich für einen Beta-Key quasi bewerben und im Prinzip kriegt man ihn auch sofort. Oh, okay. Also irgendwie 99% der Leute kriegen sofort einen Beta-Key. Das Ding hat jetzt angeblich bereits schon 750.000 Accounts. Was für eine Beta unglaublich viel ist. wenn man es aber natürlich mit dem Genre Primus vergleicht, mit League of Legends, wo es angeblich, ich kenne nicht jeden Einzelnen, aber wo es angeblich 30 Millionen aktive Accounts gibt. Auch und, fast jeden. Genau, und über 70 Millionen erstellte Accounts, ist es halt immer noch nicht so viel. Mal schauen. Jetzt gerade so die Großen, die sich in der Beta-Phase befinden, also die großen MOBA-Spiele, sind halt Smite und Dota 2, das ja auch noch in der Beta-Phase ist. Und die großen, bereits releaseden MOBA-Games sind Heroes of New Earth und League of Legends. Und
Smite richtet sich im Prinzip, deswegen habe ich dich ja jetzt auch an meiner Seite, du wirst es ja gleich sehen, so ein bisschen an Anfängerspiele, also an Beginner, an Leute, die es halt ein bisschen das Dota-Prinzip so ein bisschen vercasualisiert haben wollen, ohne sehr, sehr tiefgehendes Gameplay. Und durch die Third-Person-Perspektive ist es halt so, dass es sich fast schon wie ein Shooter spielt. Also du steuerst über WASD anstatt nur mit der Maus und du kannst Schüssen ausweichen, was bei Dota, Hon und Co. Im Prinzip, es sei denn, du hast halt Ausweichboni, nicht möglich ist. Jetzt geht's los. Endlich. Endlich darf ich aufhören zu reden. Oh. Also ist das ein gutes Einsteiger-MOBA-Spiel? Ja, also wie gesagt, der Arena-Modus ist jetzt nicht zwingend MOBA typisch, aber der eigentliche Conquest-Modus ist definitiv sehr einsteigerfreundlich. So, das Match beginnt jetzt. Hoffentlich. Ne, hier steht ja Matching. Ach so. Und einfach, wir hoffen mal. Aber das ist ja noch ein Countdown. Hier sind zu viele Countdowns an diesem Ort. So lange dürfte es doch nicht mehr dauern. Die Musik ist übrigens sehr, sehr schön, die sie benutzen. Ja, dafür hatte sich Trant auch bedankt, dass ich den kompletten Soundtrack mit in den Schnittordner geworfen habe, damit er das Ganze dann im TV damit untermalen kann. Hat er, glaube ich, aber nicht benutzt. Toll. Ja, das ist das Problem bei einer Beta. Es geht einfach nicht los. Aber ich glaube, ich kann auch nichts anderes jetzt noch auswählen. Ja, siehst du es. Dann warten wir halt nochmal. Genau, vielleicht können wir uns ja einfach mal die Götter angucken. So lange. Also es gibt... Oh, genau. Sind natürlich... Okay, einer hat das Match verlassen. Deswegen sind wir quasi rausgeflogen. Okay. Schauen wir mal, ob wir dann doch vielleicht den Conquest-Modus spielen und uns da reinwerfen. In dem Spiel hier ist es so, dass die ganzen Charaktere Götter heißen. Es gibt unter anderem Agni, das ist halt Hindu-Gott, ja, und der ist halt ein Ranged, also er schießt von Weitem und der ist ein Zauberer. Und hier kannst du dir auch noch verschiedene Skins kaufen. Ja. Das Ingame-Geld, was du hier rechts siehst, das kannst du entweder kaufen, ja, also kannst du die Ingame-Währung kaufen, oder halt Favor, das ist das, was du verdienst. So, ich akzeptiere diesen Kampf. Ich möchte kämpfen. Ja. Ist übrigens Unreal Engine 3. Sieht auch sehr schön aus. Ja, und das ist nur Medium. Also Artemis. Ich habe jetzt gerade keinen Sound. Ich hoffe, dass wir gleich Sound haben in der Aufnahme. Ich bete drum. Oh, oh. Wahrscheinlich ist wieder einer rausgeflogen. Davor dann war das System ein bisschen besser. Habe ich das Gefühl. Ist ja eine Beta. Ja, aber das macht ja nicht. Genau, Conquest-Modus, um es ganz, ganz schnell zu erklären, bedeutet, du hast eine Basis und das gibt es doch nicht, oder? Akku langender Mann. Was soll denn das, bitteschön? Obwohl, jetzt können wir ja im Prinzip wieder in die Queue einsteigen. Wir wechseln jetzt immer hin und her. Conquest-Modus bedeutet in dem Fall, dass du drei Lanes hast. Auf jeder Lane befinden sich zwei eigene Tower, beziehungsweise drei eigene Tower und drei feindliche Tower. Und sobald die besiegt worden sind, kannst du gegen einen Minotaurus in diesem Fall kämpfen. Und sobald der Minotaurus fällt, hast du das Spiel gewonnen. Und das Ganze, das Problem bei Smite ist es eigentlich, dass das MOBA-Genre generell von Absprachen lebt. Und bei Smite ist es so, oder generell vom Überblick lebt, weil du halt auch deine Kameraposition ändern kannst. Du kannst zum Beispiel, wenn du mit mir spielst, kann ich mir deinen Charakter angucken und zeitgleich auf meiner Lane kämpfen. Und ich kann halt die ganze Zeit, habe ich komplette Map-Control durch einen linken Mausklick. Und das ist bei Smite nicht gegeben, weil du im Prinzip diese statische Kamera hinter deinem Charakter hast und die nicht verändern kannst. Aber das macht ja nichts. Jetzt aber. Ich akzeptiere diesen Kampf. Erneut. Gleich schon 500 GB an Daten nur durch rein und raus in irgendwelche Matches. Genau, dann gibt es auch noch
TV, das ist jetzt neu, das ist so ein bisschen wie Dota TV oder Hound TV. Da werden dann Matches gestreamt, dann kannst du Statistiken angucken. Social, du kannst natürlich auch Freunde oder keine Freunde haben. Hier ist mein neuer Freund. Vielleicht hat er das jetzt live gesehen bei der Aufnahme. dann gibt es Stats und Guides. Also, das ist jetzt, glaube ich, der Webbrowser, der geöffnet wird. Naja. Sind es denn schon recht viele Helden, die man spielen kann? Also du hast in der Grundversion hast du, glaube ich, 6 Helden zur Auswahl erstmal. Mhm. Oh, jetzt geht's los. Oh. Und wie du siehst, sind bei mir alle Helden freigeschaltet. Mhm. Was einfach... ich habe mir halt alle Helden gekauft. Da kannst du... Ich nehme Sun Wukong, der ist der Beste, ich sag's dir. So, hier kannst du sagen, soll sogar Auto leveln, ja? Mhm. Und die Items leveln. Aber das werden wir mal rausnehmen, damit ich selbst leveln kann. Damit du es zeigen kannst. Genau. Hier gibt es auch noch verschiedene. Soll ich? Nee, kaufe ich nicht. So, hier oben siehst du den Timer. Du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, dein Team irgendwie aufzustellen. Mhm. Und es macht natürlich Sinn, dass nicht alle deine Helden quasi der gleichen Kategorie angehören. Es gibt Helden, die zum Beispiel zu Beginn sehr, sehr schwach sind. Und am Ende des Spiels, also je länger das Spiel dauert und desto mehr Geld sie verdient haben, um Items zu kaufen, desto stärker werden sie im Prinzip. Mhm. Und Sun Wukong ist im Prinzip einer von diesen Helden, die halt im Endeffekt im Late Game, also im späteren Verlauf des Spiels, wirklich richtig viel Schaden machen. Und da macht es einfach Sinn, also auch eine schöne Balance zu finden zwischen Fernkämpfern und Nahkämpfern. Macht im Conquest-Modus mehr Sinn. Das hier ist jetzt, glaube ich, der Arena-Modus, den wir... Ich habe es jetzt tatsächlich schon wieder vergessen, was wir jetzt eigentlich gespielt haben, weil es jetzt hin und her ging. Aber im Arena-Modus ist es dann auch nicht mehr so wichtig. Da geht es einfach nur darum, schön viel Damage auszuteilen. Und in dem Fall haben wir halt Loki, der sehr, sehr viel Schaden macht. Ra haben wir und Sun Wukong, die sehr, sehr viel Schaden machen. Und jetzt müssen wir hoffen, weil er sich ab und zu... Der ist übrigens neu, Bacchus. Mhm. Der ist... Eigentlich müsste ich den ja nehmen, weil er mir so ein bisschen sympathisch ist. Erinnerst du dich wegen an... Wegen dem Bart? Ja, der erinnert mich ein bisschen an Felix. Ja, ein bisschen. So ein gemütlicher Kerl halt. ich hoffe, das Spiel ist nicht abgestürzt, weil der Ladebildschirm, anders zum Beispiel als bei Hon oder League of Legends, ein bisschen unvorteilhaft ist. Es gibt nur Rot und Grün. Entweder klappt es oder es klappt nicht. Also man sieht es ja neben dem Spielernamen. Und aktuell ist alles rot. Sobald der erste Grün leuchtet, klappt es vielleicht. Ansonsten müssen wir gleich die Aufnahme hier abbrechen, ins Spiel gehen und dann werden wir nochmal kommen. Schade, weil das Spiel ist wirklich, mir macht Spaß. Also ich habe am Anfang gedacht, ja okay, ist noch ganz eins. Nett. Ja, noch ein MOBA, also wie viele MOBA wollen wir noch irgendwie spielen? Ah, da geht's los. Aber hast du gesehen, ich war ein bisschen später jetzt dran als die anderen. Wollen wir natürlich erstmal mit Schuhen anfangen. Das ganze Menü ist auch, hier ist das Expertenmenü. Hier hast du das Expert-Menü, das Recommended-Menü. Hier siehst du einfach nur die Sachen, die sie dir quasi empfehlen. Du startest hier auch mit Level 3 sofort und kannst direkt über die F-Tasten, du siehst es unten eingeleuchtet, kannst du deine Level verteilen. So, jetzt geht's los. Rechts siehst du jetzt gerade eine 3. Da ist so ein gelber Balken drüber. Mhm. Das ist die Erfahrung, die du sammelst oder gesammelt hast. Bis du ein Level aufsteigst. Oder? Genau, bis du ein Level aufsteigst. Wenn du Skills auswählst, oh fuck, erstmal weg. wenn du Skills auswählst, dann siehst du auch sofort den Wirkungsbereich, den der Skill hat. Mm, praktisch. Warte, ich such's dir aus. Jetzt der zweite von mir, siehst du das? Da siehst du genau die, den Bereich, in dem er Schaden macht. Links, wir sind das blaue Team, wir sind jetzt gerade am Verlieren. Ja, es wird ja runtergezählt. Ja. Die machen aber auch gut Schaden. Unsere Helden sind allerdings auch erst dann richtig gut, wenn es ab Level 6 aufwärts geht. So, einen erwischt. Und vielleicht erwische ich noch einen. Ich habe jetzt mein Ulti angesetzt. Oh. Kurz vorbei. Das ist der Punkt, den ich meinte, man kann auch vorbeispringen in dem Spiel. Ich habe jetzt einen Assist bekommen, weil einer meiner Kumpels einen Helden getötet hat. Mhm. Wirkt jetzt alles noch ein bisschen konfus. Ja, wegen den ganzen wegen der ganzen Markierungen und wegen der ganzen Explosionen und Spells, die hier rumfliegen. Nach 2 bis 3 Matches, die man gespielt hat, kommt man da allerdings recht mit zurecht.
kann dir das nochmal kurz zeigen. Auf B kannst du auch zum Beispiel jederzeit dich zurück teleportieren. Dann hast du, unten siehst du Recalling, das ist halt jetzt gerade ein sogenannter Channeling-Effekt, wo du halt, wo es sich kanalisiert, wo es ein bisschen quasi Zeit braucht, bis es soweit ist, dass du so, recommended. Right. So. Jetzt gerade halten wir uns mal an den Stamm. Waffen gibt's auch. Ja, Waffen gibt's auch, genau. Also du kannst deinen kompletten Charakter aufleveln. Hier gibt's auch, auf der linken und rechten Seite gibt's auch Buffs. Das heißt also, du kannst deinen Charakter, wenn du... Das hier sind Charaktere, die nicht spielergesteuert sind. Das heißt also, sogenannte Creep-Spots, man kriegt Erfahrungspunkte und der größte der Bosse, in der Mitte, das siehst du jetzt gerade, hat in dem Fall halt einen Buff, der mich temporär verstärkt. Kann ich auch mal kurz mit der Maus rüberfahren. Das ist jetzt Mana-Buff, der mir Mana-Recovery schneller ermöglicht. Mhm. Ist ganz praktisch, weil man dann genug Mana hat, um viel Schaden auszuteilen. So wie ich das jetzt gleich hoffentlich machen werde, wenn ich schnell genug bin. Okay, jetzt muss ich hier weg. Ich habe eigentlich gedacht, dass mein Team mitgeht, hat es aber nicht gemacht. Also es klappt schon besser, wenn man sich da ordentlich absprechen kann. Genau, also Absprache ist eigentlich das A und O, aufgrund der Tatsache, dass du ja die Kamera nicht wechseln kannst. Also ich bin immer hinter meinem Charakter. Ist so ein bisschen wie PvP bei World of Warcraft. Halt, du bist konstant hinter deinem Charakter, kannst im Prinzip gar nicht so viel machen. Und es bedarf halt immenser Teamabsprachen. Jetzt müssen wir halt einen Moment... Hier siehst du gerade, dass er attackiert. Das ist ja ein Klotz. Ja. So. Ja. Das war jetzt mein Ultimate. Das Problem ist, dass wieder keiner meiner Kumpels mitgegangen ist. Okay, jetzt... Das war's. Oh. Das ist das Problem, wenn man... quasi alleine so einem Spiel beitritt, dass wenn du gegen ein Team spielst, das ein bisschen ein oder ein bisschen trainierter ist, hast du halt nicht wirklich, da siehst du nicht so viel Land. Aber es soll ja auch jetzt gerade nur mal kurz einen kleinen Einblick geben in das Spiel. Man könnte ja für Playtube noch ein bisschen mehr spielen später. Ich spiele das ja schon gerne, ne? Oh nein, ich hasse es. Es gibt auch kein Genre, wo ich mich mehr über Mitspieler aufrege als MOBA-Games. Weil grundsätzlich ist man ja nie selbst schuld daran, man kann dass... Man kann ein bisschen rumlaufen, wenn man das einkauft. Genau, man kann rumlaufen. Das Gute ist auch, dass du einkaufen kannst, wenn du tot bist. Das hast du sehr, sehr selten in MOBA-Games. Er spart dir natürlich auch viel Zeit. Spawnen eigentlich die Gegner, Minions und eure Minions gleichzeitig? Genau, die spawnen gleichzeitig, würden sich quasi in der Mitte treffen. Und deine Aufgabe ist es im Prinzip, Ungleichgewicht reinzubringen. Wie du siehst, ist der Modus, dieser Arena-Modus, nicht wirklich taktisch, aber er ist halt weitaus spannender irgendwie zu zeigen als der Conquest-Modus. Ich mag die Soundeffekte sehr in dem Spiel. Und was ich nicht mag, sind Leute, die mich einfach verfolgen. So, dann machen wir die jetzt nochmal kaputt. Aber siehst du das? Da wollen sie schon wieder an mein Fell. Okay, ich dachte, ich könnte denen... Sie wollten mir was klauen, ich dachte, ich könnte quasi zurückschlagen. Man hat ja auch eine kleine Chance, die Sachen auszuweichen, ne? Wenn man so einen Schaden auf sich tut. Genau, absolut. Also das ist ja eigentlich das Spannende an dem Ganzen. Du kannst den Skills anderer Charaktere ausweichen. Oh! Das war ja super knapp. Oh, verdammt. Hast du gesehen? Ja. Ausgewichen. Oh, hast du gesehen? Nicht ausgewichen. Nein! Oh. Zieht man normal Aggro von denen? Nee. Die sind sehr, sehr neutral noch. Ab und zu mal links und rechts laufen? Ja, okay.
Aber wie du siehst, ich bin zwei, drei Schüssen ausgewichen, was dir in normalen MOBAs halt verwehrt bleibt. Es sei denn, es gibt halt Höhenunterschiede, wie bei Hon, oder du hast irgendwelche Items, die es dir erlauben, eine gewisse Chance haben, eine gewisse prozentuale Chance zu haben, auszuweichen. Mhm. Und wenn du dir jetzt was im Shop kaufst, ist es auch gleichzeitig ausgerüstet? Genau, also du kaufst es und es ist sofort ausgerüstet. Okay. Auch wenn du es kaufst und stirbst, sobald du halt quasi wieder am Leben bist, ist es ausgerüstet. Mhm. Du kannst jetzt nicht, also ich könnte jetzt nicht hier an diesem Ort kaufen und muss mich halt dann irgendwie auf, ja, also im Prinzip hast du ja eh in der Arena nicht so viel Zeit vernünftig einzukaufen, weil du, wie du siehst, andauernd irgendwelchen Leuten ausweichen musst. Oh, jetzt geht's da aber los. Pass auf, der Typ wird sich jetzt auf den Boden knien. Oh nein, nein. So, ich guck, dass ich jetzt wegkomme. Gerade mal. Und was passiert mit den Gegnern, wenn die in deine Basis reinlaufen? Genau, kann ich dir jetzt gleich zeigen. Das sind ja keine Türme oder so. Doch, ja? Vor meiner Basis befindet sich ein Turm. Also hier. Hier siehst du, hier ist ein Turm. Ah, okay. Das heißt also, sie würden gar nicht so weit kommen in dem Fall. Das Match ist jetzt gerade auch noch relativ spannend. 340 zu 360, also es ist noch ist es knapp. Ja. Ich frage mich auch, warum meine Leute ihm da hinten nicht helfen, sondern viel lieber irgendeinen Unfug machen. Aber das ist halt auch oftmals ein Problem bei MOBAs. Viele Leute spielen halt gerade in Betas natürlich zum ersten Mal oder zum zweiten Mal und müssen sich reinfinden. Und die werden dann meistens mit Leuten ins Team gesteckt, die schon ein bisschen besser sind. Wie werden die Teams denn zusammengewürfelt? Gibt es da irgend so ein Level-System und dann werden... Ich bin mir jetzt gar nicht mal zu 100% sicher. Aber es gibt ein Level-System, ich weiß aber nicht, welchen Einfluss das wirklich darauf hat, ob du jetzt mit jemandem ins Spiel kommst oder nicht. Also ich bin jetzt zum Beispiel Level 10, das ist auch nicht ganz mein Hauptaccount, ehrlich gesagt. Das ist der Account, mit dem ich aufgenommen habe. Und den ich halt zum Testen von irgendwelchen Dingen benutze. Mhm. Weil das natürlich auch alles getrackt wird. Hatte ich keine Lust, mir meine ganzen Statistiken zu versauen. Durch Testen von Items. So, mal gucken, ob wir den jetzt bekommen. Ja, einigen down. Also es ist schon ein relativ nerdiges Thema, aber wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat, dann macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also so, jetzt gerade geht es hier auch ein bisschen voran für uns. Die Typen, diesen großen Eisklotz, den du da siehst, wenn er sich auf dem Boden bewegt, dann kanalisiert sein Ultimate, also die stärkste Waffe, die er quasi hat, und macht dann 600 Schaden auf einmal. Ist natürlich ein guter Schmerz, der darüber kommt. Und ärgerlich, wenn man daneben haut. Genau. Aber lustigerweise dominieren wir sie gerade, aber verlieren trotzdem. Das ist bei dem Arena-Modus ganz komisch, weil eben auch diese Minion-Kills, also das Töten von diesen kleinen Einheiten, extrem viel Gewicht hat. Und die sind ja alle auf dem Haufen. Genau. Und da sind die Jungs gerade ein bisschen besser, wie du siehst. Die sind ein bisschen... Gibt es denn noch reine Supporter-Klassen? Ja, gibt es. Also es gibt zum Beispiel Heal. Die würde ich als reine Supporter-Klasse einstufen. Mhm. Du kannst sie natürlich auch so spielen, dass sie ein bisschen oder eigentlich extrem viel Schaden macht, aber da musst du sehr, sehr gut sein. Mhm. Macht das im Arena-Modus denn Sinn, so eine Supporter-Klasse zu spielen? Es gibt halt bestimmte Supporter, zum Beispiel Hades. Beziehungsweise Hades ist kein wirklich krasser Supporter, aber er hat halt Support-Skills. Mhm. Das macht schon Sinn, aber... Es ist jetzt nicht so wichtig wie im Arena im Conquest-Modus, wo es ohne Support eigentlich gar nicht geht. Also wo du ohne Support nicht wirklich die Chance hast, großartig was zu reißen. Das ist übrigens auch mein Lieblingsskill, diesen Affen zu werfen, der dann immer hin und her springt und schreit.
So, mal gucken, ob ich meinem Kumpel hier helfen kann. Ach, muss ich gar nicht jetzt. So, du kannst ja auch viele verschiedene Buffs holen. Jetzt gerade versuche ich hier, das ist quasi der Jungle. Ich versuche jetzt gerade mal ein bisschen aufzuräumen. So, und wie du siehst, sind jetzt einige Buffs um mich herum. Mhm. Den Affen verfehlt. Hast du das gesehen? Wie traurig das ist. Zeig's jetzt. Ah, okay. Und okay, der Tower hat mich aber jetzt nicht wirklich erwischt. Und jetzt komme ich nicht mehr weg. Ich sag's dir jetzt schon. Also nur vom Zugucken ist das schon einfach zu erkennen, wer welche Attacken macht. Also ist schon genau, also es ist halt wie bei einem Shooter. Shooter erkennst du ja auch relativ schnell, wer gerade wen vermöbelt. Mhm. Bei Dota ist es halt ein bisschen, oder bei normalen Dota-Games ist es halt ein bisschen schwieriger noch. Ja, dem kann ich glaube ich nicht mehr helfen. Dann verabschiede ich mich lieber. Und wie du siehst, haben wir jetzt gerade auch die Oberhand. Mhm. Also wir führen jetzt mit 2,33 zu 2,27. Mal schauen, ob ich da noch helfen kann. Wahrscheinlich komme ich. Man muss halt sehr antizipieren, wo geht ein Schlag von meinem Kumpel hin. Ja. Ja, das ist von Ra, der Typ, der jetzt gerade wegrennt. Eine Fertigkeit, dass er alle Gegner blendet. Mhm. Was halt extrem nervig ist. Aufgrund der Tatsache, dass man in diesem MOBA sehr, sehr viel sehen muss. So. Skills richten sich auch, wenn Gegner in der Nähe sind, also große Gegner, Helden, dann richten sie sich immer gegen Helden, anstatt gegen, oder primär gegen Helden. Und das so ein bisschen Auto-Aim quasi dann dabei. Was das Spiel jetzt aber nicht wirklich schlecht macht. Also es ist tatsächlich hilfreich. So, und jetzt geht's ab. Drei in der Mitte. Normalerweise spricht man sich halt auch weitaus mehr ab. Also ja. Dann sagt man, drei Mitte, einer geht rechts, pass auf, ich komme von links, jetzt in 30 Sekunden ist mein Ultimate ready. Und dann versucht man halt auch Synergien zu nutzen. Also es gibt zum Beispiel Hades, der oder Ares gibt es, der Gegner an Ketten legt und sie zu sich zieht. Mhm. Und in der Sekunde könnte ich dann quasi mit den Affen mein Ultimate machen, wo sie dann alle nochmal verwirrt sind und auch nur im Kreis rennen. Mhm. Und wenn dann noch Hades kommt und die Gegner nochmal an sich zieht, dann haben sie meistens auch schon gar kein Leben mehr. Aber hier gibt es doch auch sowas wie einen Chat, oder? Dass man genau. sich wenigstens so ein bisschen das verständigen kann. Kann ich dir gleich sofort zeigen? Ja. Okay, jetzt Ultimate einfach mal nutzen. Hauptsache, er ist weg. Es gibt ein Schnellchat-System, das sie bei Tribes schon hatten und das ich extrem gut finde. Also wenn ich V drücke, erscheint links das Menü. Und wenn ich zum Beispiel sagen möchte, mein Ultimate ist ready, dann weiß ich VVVR. Okay. Dann weiß ich, das Ultimate ist ready. Und den Leuten wird noch angezeigt, welche Abkürzung das war. Das heißt also, wenn sie vielleicht nicht wissen, welche Abkürzung es ist, dann sehen sie, okay, VVVR ist dann Ultimate is ready oder VVVD ist zum Beispiel Ultimate is down. Also so, dass man es halt nicht benutzen kann. Okay. Jetzt hast du mich abgelenkt und zwei meiner Freunde wurden vor meinen Augen zerstört. Ich mache mir gerade keine Kumpels hier in dem Match. Erreicht man im Arena-Modus ein höheres Level als im Conquest-Modus? Nee, also das Level-Cap für ein Match ist immer gleich. Mhm. Aber du erreichst natürlich trotzdem Erfahrungspunkte, die sich an dein Account gebundenes Level richten. Also du sammelst schon Erfahrungspunkte für deinen Account. Auf jeden Fall. Der macht ja hier schon ein bisschen Schaden. Alte Schwede. Okay, einfach weg. Und hoffen. Ja, okay. Das war ja gar kein Problem. Du hast ein Schwert gekauft, aber hast trotzdem noch einen Stab in der Hand. Ja. Das Schwert hat tatsächlich nur dafür gesorgt, dass ich mehr Schaden mache. Ach so. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, es ist nicht ähnlich wie bei einem Rollenspiel. Oh ja, du gehörst mir. Es ist nicht wie bei einem Rollenspiel, dass du zwingend das siehst, was du ausgerüstet hast, sondern es dient einfach nur ist einfach nur ein Bild für das, was passiert. Siehst du das? Unten links schreibt jetzt auch einer Dankeschön.
Also man kann natürlich auch ganz normal chatten. Ja, das war's für mich, glaube ich. Und jetzt komme ich auf. Was ich eigentlich auch noch zeigen kann, wenn ich wieder atmen kann vor lauter Aufregung. Okay. Siehst du das? Jetzt gerade führen sie 109 zu 112, also es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr enge Kiste. Deswegen will ich auch nicht, dass sie jetzt... Okay, die Minions kämpfen auch manchmal einfach gegeneinander. Genau, also im Prinzip kämpfen die Minions gegeneinander, es sei denn, man greift quasi ein. Also, aber wenn die sich in der Mitte treffen, dann... Es wird immer eine Pattsituation entstehen. Und deine Aufgabe ist es halt, Ungleichgewicht reinzubringen. Mhm. Und jetzt gerade rennen sie hier. Oh, das wäre eigentlich mein Kill gewesen. Aber egal. Ja. Diese Fertigkeit macht mich immer komplett kaputt. Aber ich komme noch weg, Ja. Ist dieser große Sprung so ein Escape? Ja, also eigentlich ist er kein wirklicher Escape-Skill. Eigentlich ist er dazu da, um Feinde zu töten. Mhm. Und man kann ihn natürlich auch so einsetzen, als zum Eskapieren. Ja. Was sehr, sehr praktisch ist. Mhm. Also, so wie dieser, irgendjemand macht da so eine Wasserrutsche. Also so. Genau, und damit kann er dann quasi schneller weg. Ja. So, das ist auch noch erledigt. Und schon führen wir mit 85 zu 66. Mhm. Aber wie du hinten siehst, rennen gerade Einheiten in unseren Turm. Oh. Und das bedeutet für uns, wir müssen wieder... Es geht halt dadurch, dass du Skills sehr, sehr genau setzen musst, geht es halt oft darum, irgendwie zu antizipieren, was macht der Gegner als nächstes, wohin bewegt er sich. Mhm. Während du bei normalen Dota-Games einfach nur die Einheit anklickst, er rennt hin und wirft was. Also das ist schon ein recht großer Unterschied. Und macht das Ganze jetzt nicht zwingend leichter, aber verständlicher für normale Shooter-Spieler, glaube ich. Mhm. Und gerade an die richtet sich halt sowas auch. Ja, das ist ja gar kein Problem hier. Das ist ja gar kein Problem. Ich habe jetzt keine Heiltränke dabei, das heißt, ich musste auf jeden Fall mal ein bisschen vorsichtiger agieren. So. Und schon wieder einen erwischt. 43 zu 36. Jetzt sollte man also auf jeden Fall langsam aber sicher zu Potte kommen. Ein gut gesetztes Ultimate kann da Wunder bewirken. So wie dieses, was ich jetzt gerade gesetzt habe. Oh, das war hart für die. Und das ist auch, glaube ich, das Ende, weil wir mit gekillten Einheiten von denen immer einen Punkt machen. 43 zu 9, ich glaube nicht, dass sie das noch gewinnen können. Das reicht mit den ganzen Leuten. Genau. Ein Skill, 5 Einheiten tot, 43 2, 43 1. Das war's auf jeden Fall. Also da kommen sie nicht mehr. Ja. Da kommen sie nicht mehr zu. Das war's. Okay. Und damit haben wir das Match gewonnen. Nach 20 Minuten 23, wie du siehst, ist es auch relativ kurz. Die Zeit, die man da benutzt. Mhm. 5 Tode, 16 Assists, 4 Kills. Stimmt gar nicht. 4 Tode, 5 Kills, 16 Assists. Das passt schon. Und wie du siehst, ist es wirklich nur mein zweiter Account. Tatsächlich hätte ich das Match gerne auf meinem ersten Account gespielt. Aber was soll man machen? Mhm. Das war es eigentlich auch schon. Also rechts sieht man halt, wie viel Favor man bekommen hat. Das sind 158. Favor ist das Ingame-Geld, wofür man sich Sachen holt. Und der Player Progression zeigt dir an, wann du halt in deinem normalen Level aufsteigst mit dem Charakter. Ja. Und ist man jetzt automatisch im nächsten Spiel oder muss man wieder so eine Warteschlange machen? Nee, also ich müsste jetzt die Warteschlange wieder anwerfen. Ah. Und ich weiß auch nicht, warum es am Anfang so war, aber regulär geht es auch ein bisschen schneller. Mhm. Also, und wie du hier siehst, du kannst jetzt im Store, kannst du dir auch Gems kaufen, also die Ingame-Währung. Mhm. Und die Preise sind auch relativ fair. Das ist Felix. Das ist super, ne, Felix? Ja.
So, und du kriegst auch sofort einen Zugang zur Beta, aber wie gesagt, den Zugang zur Beta kriegt man im Prinzip auch, wenn man die Smite-Website liked. Und genau, steht halt drunter, wie viele Götter man sich dafür kaufen kann. Muss man dann mit sich selbst ausmachen. Aber im Prinzip, also genau, das haben wir noch gar nicht gesagt, das ist eigentlich Free-to-Play. Man muss im Prinzip für nichts Kohle zahlen. Und alle Updates oder alle Veränderungen, die man an Göttern annehmen kann, sind kosmetischer Natur. Ja. Das war es dann auch im Prinzip. Hier sind die Götter nochmal kurz alle gezeigt. Wir kommen sicherlich auch im Laufe der nächsten Wochen, Monate noch welche dazu, oder? Genau, also bis zum Release, was wohl im März sein soll, also der wirklich das öffentlich gehen, sollen es ungefähr 30 Götter sein. Schon eine Menge. Ja, wenn man es mit Dota vergleicht und mit Hon, die irgendwie 100 Götter haben, dann ist es, oder 100 Helden haben, ist es natürlich nicht so viel, aber sind alle recht spannend gerade. Also spielen sich auch schön unterschiedlich, so dass man da viel Abwechslung hat. Und ja, das war es dann auch schon mit dem kleinen Exkurs Richtung Smite. Das Ding gibt es in der Sendung am Freitag komplett zu sehen, beziehungsweise den Beitrag gibt es zu sehen. In der App sieht man es ab heute schon, also ab Dienstag. Und wenn ihr Dota spielt, wenn ihr Hon spielt, wenn ihr League of Legends spielt, was die meisten vielleicht von euch machen werden, oder Dota 2 spielt, dann sagt mir, welches der MOBA-Games für euch das Interessanteste ist und ob ihr glaubt, dass sein Spiel wie Smite auch seine Anhänger finden kann. Also wie gesagt, ich komme halt wirklich aus dieser Hardcore-MOBA-Schiene und mir gefällt Smite wirklich sehr, sehr gut, weil es einfach eine schöne Abwechslung ist und sehr, sehr gechillt. Also man kann es sehr entspannt spielen. Ich fand es auch übersichtlicher irgendwie. Ja, weil du einfach, du bist so ein bisschen in deinem, also durch diesen eingefächten Radius, den du quasi als Sicht hast, bist du halt so ein bisschen in deiner kleinen Welt. Ja. So, und bei einem normalen, bei Dota oder so, da bist du halt, da musst du im Prinzip die komplette Karte jederzeit, jede Sekunde irgendwie im Überblick haben. Und hier reicht es schon, wenn du dich zumindest ein bisschen darauf konzentrierst, was mit deiner Lane ist. Also es sind quasi kleine Welten, die dann irgendwann zusammen interagieren, um was Größeres zu schaffen. Oh, das ist aber sehr geil, als alternativer Avatar der Mountain Man. Ja. Na gut, das war's. Ich werde Annabelle dazu zwingen, demnächst mit mir live zu streamen. Was? Und wünsche euch einen schönen Nachmittag. Tschüss. Tschüss.